So, neue Folge, neues Glück. Da fahren wir mit Stimmalarm an. Ganz cool gemacht. Also wenn es wirklich so gewollt ist, dass die das nicht erkennen, dass ein Polizeiauto ist, haben sie echt gut gemacht. Dass ein Zivilfahrzeug ist, da auch theoretisch einfach. Wenn es denn so gewollt ist. Ich habe gewundert. Oh, hallo. Beide, hallo. Warte nicht. Oh, sind vorläufig festgenommen. Wie auch. Was machen wir denn hier? Alles keine, oder was? Jetzt noch kurz durchsuchen, zum Eigenschutz. Nehmen eine Waffe sogar mit. Wir haben sogar aber Glück gehabt, dass die nicht gezogen haben. Das wäre noch weit zu stehen gekommen, ihnen hier. Aber wenn wir schon dabei sind, dann auch nochmal hier. Mal Atemalkoholtest. Okay. So, damit sie sich nicht absprechen, bringe ich sie schon mal zum Auto. Die bleiben bitte da stehen, wenn sich jetzt bewegen gibt's, Oh. So, dann bei Ihnen nochmal. Haben Sie was zu sagen? Wer sind Sie überhaupt, der Petersen? Vielleicht auch mal durchsuchen. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, haben sie nicht. Schauen wir doch mal nach. Mal sehen. Aber auf jeden Fall recht. Install lügen sie nicht, ne? Bringt ihnen aber nicht viel, sie kommen trotzdem mit. Weiß ja nicht, worüber sie sich gestritten haben, aber das geht so nicht. Gut, wen haben wir eigentlich hier? Herr Büro. Weiß ich Bescheid. Petersen, Ole Findus und Herr Bro. Oder, war knapp. Die Mitarbeiter müssen wir ja auch aufpassen, dass wir keine Passanten hier oben im Weg bringen.
Gut, Herr Petersen, dann steigen wir mal aus. Mit Waffenbesitz. Das wird teuer. Damit haben wir das. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Tschüss.